Ja, Freunde, ich bin nicht der hellste. Außer von meiner Hautfarbe. Da bin ich Mozzarella LP. Spaß, Freunde, ich bin schlau wie Einstein. Wir spielen heute auf jeden Fall einen neuen Mario Bros. U-Hack, der vor circa einer Woche erschienen ist, mit einer kleinen Challenge. Für jeden Tod muss ich eine Chilischote essen, was extrem scharf geworden ist. Ich habe leider damals aus dem Video mit Hübi nicht gelernt. Und hier seht euch einfach einen Ausschnitt an, wie das Ganze gelaufen ist. Entschuldigung, na. Oh Mann, es brennt jetzt schon. Oh mein Gott. Oh Gott. Alter. Alter. Naja, ich will auch nicht mehr lange rumschnacken. Ich wünsche dir viel Spaß beim Video und wenn dir das Ganze gefällt, lass doch ein Abo und einen Daumen nach oben da. Sag mal, Grogu, hast du eigentlich schon eine gute Idee für dieses Wooded Mario Bros. U? Nee, Mann. Sensei Dometo sollte uns viel besser bezahlen. Sensei Dometo? Wir arbeiten doch gar nicht für ihn. Arbeiten wir nicht für El Domiendo? Arbeiten wir nicht eigentlich für diesen Gimpel David? Ah ja, du hast recht. Ich glaube, wir können ihm auf jeden Fall eine richtige Billo-Idee geben, wie zum Beispiel für jeden Tonne Chilischote essen. Ja, das klingt gut. Wir ziehen den Typen richtig ab, Mann. Digga, du, was machst du da, David? Regel. Moin, Freunde, mein Name ist David mit einem Umlaut In diesen Stimmübungen lernst du, wie du deutlich und klar sprichst. In other countries, the people say to me, oh, looks like him, he looks like PewDiePie. And in Germany, the people say it's German PewDiePie, yo. Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Mit Umlaut oder eher gesagt ohne Umlaut, je nachdem. Und ich heiße dich herzlich willkommen zu einem neuen Mario Bros. Hack auf diesem Kanal. Wenn du dieses Video siehst, kam dieser Hack vor 6 Tagen heraus. Wooded Super Mario Bros. U von Dr. Yoshi. Und ich bin gespannt, was uns in diesem Mario Bros. Hack erwarten wird. Man kann sich ja schon einigermaßen vorstellen. Yo, es werden auf jeden Fall Level sein im Walddesign. Game Design. Es werden Level sein im Walddesign. Bam. Naja, auf jeden Fall gibt es 15 neue Level in diesem Hack mit Custom-Musik und Custom-Texturen, glaube ich. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich bin gespannt, was genau uns in diesem Hack erwarten wird. Ich möchte diesen Hack natürlich nicht langweilig gestalten, dass wir den nur spielen. Wäre natürlich auch spannend, Freunde, ich weiß, keine Frage. Aber ich möchte heute zusammen mit euch eine... eine Chili-Challenge machen. Ich habe mir ein paar Chili-Schoten besorgt und ich möchte jedes Mal, wenn ich verrecke, eine Chili-Schote essen, damit es auch spannend bleibt. Und es sind genau dieselben Chili-Schoten wie damals in dem Video mit Hübi, also die mildscharfen, die aber im Endeffekt sehr scharf sind, Freunde. Und mein Mund brennt! Ich muss Milch holen, kein Scheiß, das ist so scharf, Mann! Hey Mario, wollen wir heute Abend in das Hotelzimmer gehen, was du mir zum Geburtstag geschenkt hast? Was passiert hier? Oh Mano, warum werden wir andauernd entführt, Beach? Kannst du es mir beantworten? Die Overworld scheint jetzt nicht verändert zu sein. Ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber kann es sein, dass das Grün irgendwie eine minimal andere Farbe hat? Also minimal, das wirkt irgendwie dunkler und nicht so hell wie sonst. es ist spannend, Projekt LP erzählt. Also ich wollte eigentlich nur sagen, es ist spannend, Erzählprojekt. Es ist Spannungserzählungsprojekt LP. So, das wollte ich sagen. Aber inshallah, hört ihr das im Hintergrund? Das ist Custom-Mucke. Das ist Custom-Mucke, die wir hier zu Gesicht bekommen. Oh, wunderschön, Alter, wunderschön. Ja, ich bin gespannt, wie der Hack wird. Also, sieht man natürlich auch recht selten, dass wir direkt solche bewegenden, wow, Plattformen direkt im ersten Level haben. Das ist natürlich, kritisch. Ich hoffe natürlich nicht, dass es dann gleich irgendwie über den Abgrund ist, dass solche Plattformen dort sind. Wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist genaue Definitions-LP. Naja, auf jeden Fall, ich möchte ungern eigentlich so eine Chilischote essen. Wow. Botanica LP ist zurück. Ich weiß, wie man Pflanzen heraufbeschwört. Ist hier die erste Starcoin? Yo, da oben. Puh.
Bruder, ich weiß nicht warum, aber ich finde, die Mucke hat irgendwie Donkey Kong Vibes. Ich finde, das hat Donkey Kong Vibes wegen, ich weiß gar nicht, was für ein Instrument das im Hintergrund ist, aber ich glaube, ihr wisst ungefähr, was ich meine mit dem Song. Keine Ahnung, vielleicht kommt sie auch aus Donkey Kong? Ich bin nicht so Donkey Kong spezifisch unterwegs gewesen bisher. Naja. Oh, Bruder, jetzt geht's über den Abgrund. Jetzt geht's über diesen anderen Abgrund. Okay, so. Kein Problem. Warte mal. Kann man da zerquetscht werden oder geht's da... Starkai Number 2, Friends. Was will man mehr haben? Holy shit. Ja, auf jeden Fall, was ich erzählen wollte nach der letzten Aufnahme mit den Chilischoten. Das sind dieselben Chilischoten. Wie aus der Nicht-Lachen-Challenge damals mit Hübi. Und die waren ultra scharf. Ich sag's mal so, es hat zweimal extrem hart gebrannt, Freunde. Und das möchte man nicht haben mit Chilischoten. Das möchte man nicht haben mit Chilischoten. Bruder, okay, ganz vorsichtig. Wir haben alle Zeit der Welt, dieses Level zu schaffen. Boom, Schakalaka. Also, ganz entspannt unterwegs sein, weil ich bin immer ein Spannungs-LP in Mario Bros. Hacks. Wir haben in der Vergangenheit nichts anderes erlebt, Freunde. Puh. Okay, in diesem Moment kacke ich erstmal auf die roten Münzen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ist mir auch egal, ob ich ein Run-Up mehr habe. Und Starcoin Number 3. I'm young and free. So, kommen wir auch hier da. Hilfe. Oh. Neues Telefon. Ich dachte, wir können schon direkt ins Ziel fliegen, wenn das Ziel hier irgendwo ist. Das musste... Oh, Hilfe. Okay, ich bin diesen Mistdingern schon mal aus dem Weg gegangen. Wie unfreundliche Menschen auf dem Bürgersteig. Level Rolling Stone Mine oder Mine? I don't know. Es wurde im Übrigen in die Beschreibung... Wow! Bruder, das ist cool. Okay, wir haben hier wieder dieselbe Mucke wie im ersten Level. Aber ich behalte mal das Flughörnchen... Item, das erscheint mir irgendwie, vor allem mit solchen Passagen, deutlich... Es erscheint mir nützlich. Als nützlicher, wollte ich eigentlich nur sagen. Und ich habe immer das Gefühl, dass ich irgendwo, wow, eine Starcoin auf jeden Fall vergessen würde. Finde ich auf jeden Fall voll cool. Schaut mal da oben. Da kann man doch irgendwie... Da kann man noch safe hoch. Jawoll. Und ist hier irgendein Versteck? Volle, wie soll man hier ohne Flughörnchen hochkommen? Oh, Bruder. Geilo. Starcoin Number 1. Aber ganz zufällig entdeckt. Ich fühle mich aber auch wirklich wie in der Fabrik oder in der Mine. Wollen wir direkt in die Röhre hineingehen? Ich glaube, es ist noch nicht Zeit für die zweite Sternmünze. Dementsprechend haben wir uns, glaube ich, gut entschieden in dieser Mine. Ich finde, das hat... Warum ist das am Laggen? Ich finde, das hat irgendwie Pokémon-Vibes. Wenn man in irgendeinem Pokémon-Spiel wieder in irgendeiner Anfangshöhle ist, um dort die Rüpelmannschaft wieder zu besiegen. Oder Team Rocket, je nachdem, was für ein Team da gerade unterwegs ist. Vorsichtig! Okay, wir haben eine richtig gute Streak. Wir haben schon mal das erste Level geschafft. Ist das nicht ein gutes Streak? Ohne zu sterben. Und mit allen dreien Starcoins. Das muss man uns auch hoch anrechnen. Okay, schaut mal hier. Wow. Also ich muss sagen, bisher vom Schwierigkeitslevel her ist es halt durchschaubar wie ein Fenster. Aber es ist ultra gut gemacht. Von den Designs her voll cool und mit der Custom-Musik. Holy shit, gefällt mir bisher richtig gut. Wir müssen noch das Secret Exit... nein! Oh, jetzt haben wir ein richtig wichtiges Item verloren. Wir gehen lieber den oberen Weg, damit wir auch die High Position behalten. Okay, Secret Exit muss hier irgendwo sein in der ersten Welt. Es muss irgendwo sein. Oh, shit! Oh, no. Ganz ruhig. Schau mal da oben. Entweder dritte Starcoin oder Secret Exit. Ich glaube, es ist das Secret Exit. Ist es das Secret Exit oder das normale Exit? Weil normalerweise, das Secret Exit ist ja durch eine besondere Fahne oder sonst was gekennzeichnet. Also man konnte durch die Röhre gehen, aber was war denn rechts zu sehen, bitte? Und wenn wir jetzt rechts weitergehen? Was passiert denn da im Level? Also holy shit. Hätte ich nie, warum ist das... Okay, na dann würde ich sagen, ich schieb mir die ganze Chilischote rein. Ich mag es mir selber weh zu tun auf YouTube.
Ganz ohne Gnade. Oh Mann, es brennt jetzt schon. Oh mein Gott. Ich verklag den Rewe meines Vertrauens. Wo ist denn das Milchschaf? Junge, mein ganzer Mund ist am Brennen. Okay. Ich hab gesagt, alles gut. Okay, wir passen auf, nicht zerquetscht zu werden. Wir passen auf, nicht zerquetscht zu werden. Okay, okay. Oh mein Gott, oh mein Gott. Zerquetscht zu werden ist richtig ekelhaft in dem Game, weil du kannst gefühlt nichts dagegen machen. Mein ganzer Mund ist am Brennen. Oh, ich hab zum ersten Mal... Aua, oh, es tut so weh zu reden. Ich hab richtige Motivation, dieses Spiel. Wo ist die dritte Starcoin? Wo ist die dritte Starcoin? Ist mir egal, wo die dritte Starcoin ist. Ist die dritte Starcoin irgendwo hier? Natürlich, aber wow, wir haben das Secret Exit gefunden, geilo! Richtig behindert, Alter! Ich kack komplett ab, Alter, ich kack komplett ab. Naja, hey, wir haben das erste Secret Level gefunden, was zu diesem Level dorthin führt. Ich denke, keine Ahnung, ob es wirklich ein Ice Level ist, aber ich denke eher nicht. Da wir uns in Rooted Mario Bros. Befinden, I don't know. Wir gehen erstmal in Rolling Road rein, oh, rollende Route. Digga, wow, Joshua Level! Sieht's willkommen. Wow, was passiert jetzt? Da wurde ich im Video abonniert. Vielen lieben Dank fürs Abonnement an denjenigen, der mich gerade abonniert hat. Naja, auf geht's. Ich denke mal, das Level sieht auf jeden Fall humaner aus. Deutlich. Deutlich humaner einfach. Können wir da... Müssen wir von Joshua abspringen? Ich glaube, die Röhre ist nur da, um rauszukommen. Vielleicht haben wir hier ein Secret. Ja, geil, Alter. Man nennt mich auch Professor Layton. Man nennt mich nicht nur PewDiePie in der deutschen YouTube-Szene. Man nennt mich auch Professor zu dem Laytonius. Okay, ich muss Joshua erstmal an dieser Stelle parken und easy peasy die erste Sternmünze abholen. Holy shit, ist das geil. Also ich muss sagen, der Hack gefällt mir bisher wirklich super gut. Und ich glaube, wir haben ein angemessenes Level, damit wir nicht zu viele Chilischoten essen müssen, weil... Meine Nase ist wirklich am Laufen. Mega, wie viele Hammerbrüder wollen bitte noch in diesem Level auftauchen? Ja, Alter! Es ist Botanica LP. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber ich bin einfach Botanica zu dem LP. Und da haben die zweite Starcoin. Geil! Wenn du... Nein, bitte nicht. Nein, 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 nein. Nein! Nein, Mario! Alter. Oh. Oh. Alter. Oh, ich kann nicht mehr. Holy shit. Wir haben erst bereits 3 Level in diesem Hack gespielt. Und ich bin am Ende. Ich bin am Ende. Oh, Freunde. Oh, ich kann... Freunde, an dieser Stelle würde ich erstmal den Part beenden. Ich habe echt... Wow, Alter, es ist viel zu scharf. Das ist viel zu scharf. Die Starcoins hole ich im Nachhinein ab. Mal gucken. Wenn ihr eine coole weitere dumme Idee für den nächsten Part habt, schreibt es gerne in die Kommentare hinein. Daumen nach oben nicht vergessen. Falls du neu auf diesem Channel bist, abonnieren, die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye. Ich bin so leid.